will jetzt schon schon. Gibt's hier vielleicht irgendwelche Türen, die ich aufknacken kann? Revelio. Kann jetzt Schlösser Stufe 2 knacken. Gucken wir mal. Ja! Alohomora. Hallo, Oberst. Endlich wieder Internet. Oh nein, hattest du Ausfall? Haben wir denn hier? Ein Demigeist. Sieht das immer Feuer? Ich sehe das gar nicht. Revelio. Wo sieht die den? Da. Ihr habt 3 Tage lang Störung dank deutscher Glasfaser. Oh, pff, 3 Tage! Ach du Scheiße. Eieiei, dann willkommen zurück. Hier, Demigeist. Hier war ja noch eine Aufgabe, ne? Im Schatten der Hoffnung. Revelio. Da kann ich noch was aufknacken. Im Schatten der Hoffnung. Das bin ich. Die Diebin. Alohomora. Oh, scheiße, da ist ja jemand drin. Ach, das ist der... Ah, das ist der Kerk-Onkel. Ich bin bei dem doofen Onkel eingebrochen. Hat er verdient. Ich hoffe, seine Tür geht nicht mehr zu. Der Penno. Aber Tatsache ist ja die Aufgabe mit Sebastian. Kann ich ja direkt mal machen. Teil ungewohnt so abgeschnitten von den Medien, etc. Ja, das kenne ich. Sebastian, ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Kryptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut. Wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht Lügt viel er gerade? Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Sebastian. Glaub nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Habe ich nicht. Aber ich bin froh, dass du mir unser letztes Gespräch nicht übel nimmst. Doch schon. Natürlich. Und doch, ich nehm's dir übel. Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Okay. War dadurch hier draußen, hatte ja zum Glück gutes Wetter. Blöd nur, wenn man auf eine Mail vom Amt wartet. Das ist sehr blöd, ja. Wir müssen Anne in die Katakombe bringen und dann ein Opfer darbieten? Das klingt riskant. Es ist das Risiko wert. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden.
Okay. Oh, der zieht mich in ganz schöne Scheiße jetzt rein. Würde dein Onkel alles dem Ministerium melden, wenn er es herausfindet? Ich bezweifle, dass er zum Ministerium geht, wenn er es erfährt. Er hat sich nicht im Guten getrennt. Er sagt es nicht, aber seine Abneigung gegen schwarze Magie hat sicher etwas mit seiner Zeit dort zu tun. Anne glaubt, er wollte einst Feuer mit Feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen Fluch im Kampf gegen schwarze Magier ein. Zumindest hat sie das so verstanden. Als er erkannte, wozu sein Beruf ihn gemacht hatte, gab er ihn ziemlich abrupt auf. Ich glaube nicht, dass er dem Ministerium von schwarzer Magie in seiner eigenen Familie berichten würde. Ich weiß noch, als ich letztes Mal 3 Tage kein Internet hatte, ich habe so viel geschlafen und gechillt, war mega entspannt. Leider, aber jetzt läuft das wieder, hoffentlich bleibt das jetzt auch so. Ich drücke ganz fest die Daumen. Außen hört sich schrecklich an und ich sage das nicht nur, weil ich gegen fast alles, was blüht, allergisch bin. Ich auch, pfui, diese scheiß Zeit gerade. 3 Tage ohne Internet, ich könnte viel Japanisch lernen oder schlafen. Das kannst du auch so. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Das könnt ihr auch alles so. Selbst wenn ihr Internet habt. Achte auf meine Eule. Viel schlafen. Bis bald dann. Das müsst ihr nur wollen. Stimmt, kann. Ja, aber man lässt sich zu gerne dann ablenken. Ach, jetzt könnte ich ja das mal gucken und dann, oh, da läuft gerade ein Stream, gucke ich mal da rein. Ja. Ich kenne das sehr gut. So. Hogwarts, zurück zur zum Raum der Wünsche. Hallo Stefan. Ach, da läuft ja ein Stream. Oh nein, lässt du dich etwa jetzt ablenken, Stefan? Was soll denn das? Ich wollte mal Japanisch lernen, habe ein paar Lieder gelernt. Aber das war, aber da war ein Mädel die Hauptmotivation. So, so. Wie süß! Ein Testral-Baby! No! Oh, bist du cute! Wo ist es? Warte, hier sind da noch mehr. Ja, ich habe noch mehr Babys machen lassen von denen. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Oh, wie cute! Oh! Ja, guck mal. Babygreif. Hippogreif. Ja. Jetzt muss ich den Niffler finden. Das war ja richtig winzig. Also Niffler sind ja so schon klein. Gessen hast du? Warte mal. Ja. Oh, das ist ja süß. Das ist der Daddy. Muss ich das. Wo sind die anderen? Wo ist das Niffler-Baby? Das ist richtig süß. Verdammte Scheiße. Ja. Was mache ich mit dem Fupper hier? Gruselig irgendwie.
bunter Vogel, dessen Lied Menschen verrückt machen kann. Es hat auch einen verrückten Blick, also das passt sehr gut. So, wie viele Arten habe ich jetzt hier? 1, 2, 3. Ich könnte noch eine andere Art Babys machen lassen. Wie viel soll der Raum der Wünsche 10-mal größer werden? Weiß ich aus garantiert unseriöser Quelle. Ich hoffe, ich möchte mehr Platz haben. Das ist schon ziemlich eng hier. Ja gut, Art 4 von 4. Ja. Aber... Was muss ich noch gleich mit den Testralen tun, Deke? Setzen Sie sie ins selbe Tiergehege, in dem das Zuchtgehege ist. Benutzen Sie dann das Zuchtgehege. Sprechen Sie mit Deke, wenn Sie fertig sind. Irgendwie ist die Aufgabe verbuggt, kann das sein? Ist schon längst fertig. Dann muss ich die Aufgabe ausgelöst haben. Pflege und füttere das Testral. Achso, ich muss es noch pflegen und füttern. Ja, gefüttert und gepflegt ist es ja jetzt. Jetzt muss ich halt Geduld haben, ne? Hallo, Kishi. Oh, Feini. Der ist auch so schön. Wow, okay, das war... Ja. Ich sollte Deke vom neugeborenen Testral berichten. Ach, ich finde die voll niedlich. Die Todesbrut. So, jetzt aber. Deke! Hallo, Deke. Es wird dich freuen zu hören, dass ein Testraljunges geboren wurde. Wie schön, dass es nun mehr Testrale auf der Welt gibt. Diese missverstandenen Kreaturen. Ja, es tut mir leid, dass du auch Testrale siehst, Deke. Diese majestätischen Tierwesen zu sehen. Manchmal wünscht sich Deke, er könnte das nicht. Doch Deke ist selbst schuld. Was meinst du damit? Vor Jahren sollte Deke seinem Meister helfen, einen Phönix, das seltenste aller Tierwesen, zu fangen. Der Meister hatte ihn auf einer Klippe entdeckt. Der Phönix war das schönste Wesen, das Deke je gesehen hatte. Deke flehte den Meister an, ihn in Ruhe zu lassen. Als Deke zögerte, die Klippe wie befohlen hochzuklettern, musste er sich selbst bestrafen. Während Deke sich bestrafte, wurde der Meister immer wütender und richtete voller Zorn seinen Stab gegen den Phönix. Der Phönix wollte seine Eier beschützen und schoss vor Angst und Wut vom Nest herab. Bevor Deke reagieren konnte, stürzte sein Meister von der Klippe. Verdient. Deke blieb tagelang auf der Klippe und bestrafte sich selbst, bis Tobbs ihn fand. Uff. Das klingt, als hätte dein Meister bekommen, was er verdient hat. Deke wollte nie, dass jemand verletzt wird. Weder der Phönix noch Tobbs. Nicht einmal der Meister. Deke fragt sich oft, was wohl aus diesem Phönix wurde. Deke hat Glück, in Hogwarts zu sein und bei der Rettung von Tierwesen zu helfen. Vielleicht kann Deke wieder gut machen, was geschehen ist. Es ist nicht mal seine Schuld und trotzdem hat er diese Schuldgefühle. What the fuck, ey. Ah, sehr falsch irgendwie. Neuigkeiten. Schon wieder. Wir haben doch gerade miteinander geredet. Wow, Professor Weasley hat. Okay. Ich habe eine Aufgabe gekriegt, aber da ist kein Ton gekommen. Ja, das ist ein bisschen schwierig, Kishi. Und Stefan, danke für die Vergiftung. 845 Subs, ey. Heilige Scheiße.
Vielleicht kann ich jemand anderes helfen, privat, kurz. Das sollte Tatsache gehen. Ja, deswegen fragt er ja nach privaten Schreiben. Schreib den Flo, guck mal, er bietet sich gerade an. Ja, per PN natürlich. Weil das müssen wir sonst löschen wegen Spoiler und so. Besonders wegen Judys Questline. Die hat aufregende Neuigkeiten. Was heißt denn jetzt schon wieder? Ich will eine Hauptaufgabe machen, ich komme nicht hinterher. Hallo Deke, Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee gehabt. In der Tat. Deke weiß, dass sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört. Ein Phönixnest? Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Nati erwähnt hat. Hinter dem sollen Harle und die Wilderer her sein. Das würde Deke nicht wundern. Wenn Deke davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Was heißt, dass er in Gefahr sein könnte. Na dann sollte ich ihn lieber retten gehen, was? Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen. Deke hat irgendwie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Deeks altem Meister geschehen ist. Aber er ist verdient, der Meister. Deke hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. Okay. Suche nach der Höhle. Oh, geilen Phönix, ey. Ich finde die auch so faszinierend. Dann machen wir das doch. Weltkarte. Wow, okay, das ist am Arsch der Unterwelt. Baby-Phönixe machen. Wow. Ja. Mal eine richtige Zucht hier auf. Phönixberghöhle. Extreme Danger. So, so. Wechsel ich mal das hier. Die haben sicher voll den großen Kopf, winzigen Körper und mega große, cute Augen. Eine Blockade. Hogwarts Wilderer sind schon hier. Ja, dann müssen wir sie halt ausschalten. Ganz einfach. Da drin sein? Toll, sind wir Spinnen oder was? Vier sind überall. Gefahr, ich bin die Gefahr. Ich lache der Gefahr jeden Morgen ins Gesicht oder so. Meine Frau auch. Mach das, Brownie. Confringo! Ach, hier. Findo. Confringo! Du bist widerlich. Ja. Ja, einer Meinung. So ist nur eine Sackgasse jetzt gewesen. Toll.
mal sehen. Denkst du, Phönixe können sich in Stein verwandeln? Was? Nein, such weiter. Du hast die einzelne Feder einbringt. Stell dir den ganzen Vogel vor. Ach, ich hätte im Schloss bleiben sollen. Wir hatten... Du, diesen geklauten Kobold, den will ich wieder. Du kannst nicht gewinnen. Was ich kann. Die Aussicht ist wirklich nett, aber jetzt. Was tust du da? Wehe, wenn das ein Trick ist. Ich weiß. Du sollst. Wenn das nicht die kleine Kampfgeschichte ist. Helft dich. Oh, zu gut. Expelliarmus. Ezio. Pippi Huhn. Oh nein, ist. Oh Gott, Pippi Flo meinst du. Ich erinnere mich. Ja, ganz. Hallo Pippi Flo. Ich hab das Huhn in meinem Pipi getaucht im Spiel, das war lustig. Ich hab's Flo getauft. Ja, wäre aber gut, wenn wir das nicht wieder anfangen. Aber wieso nicht? Jetzt ist es vorbei. Die können doch fliegen, oder? Wir halten Leute davon ab. Hast du nicht zugehört? Ah, da bist du ja. Du hast uns so an die Wattwell genommen. Das wird dir gar nicht. Ringo! Ringo! Accio! Hindo! Imperio! Idioso! Ortego! Ist das alles? Ringo! Ringo! Bist du lieber runter? Ja. Das war schmerzhaft. Contringo. Accio. Ringo. Ringo. Das willst du nicht noch mal. Sendo. Bombarda. Arrasto Morenti Glacius. Speliamus. Imperio. Willst du mich entwaffnen? Uzio. Ringo. Contringo. Ah, kurzer Prozess mit dir. Ach, jetzt kann ich das so aufschließen, oder was? Der Phönix. Oh. Hallöchen. Oh, der sieht ja majestätisch aus. Ah, oh, der gefällt mir. Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Nein, den essen wir nicht. Ortego! Levioso! Contringo! Accio! Findo! Expelliarmus! Findo! Crucio! Stufe 3. Puh. Da ist er wieder. Was? Wo? Ich hab den Moment verpasst.
Otego! Confringo! Ich komme hier gar nicht so hoch, ne? Vielleicht muss ich von oben. Da. Fedora mit Ohrenwerkmotiv. Irgendein Hut. Okay, sonst ist hier nichts. Also wir sind ja noch gut für den Magen. Weiß nicht, für Durchfall. Man Asche isst. Man kann auch mit Asche seine Zähne putzen, aber dadurch machst du deinen Zahnschmelz auch kaputt. Asche und Kohl ist doch fast dasselbe. Ja. Ich meine, es gibt ja auch diese Aktivkohle-Tabletten, ne? Weil es bindet ja irgendwie. Wird schon was dran. Boah, nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Man kann alles essen, manches halt nur einmal. Das stimmt. Ja. Boah! Alter, was zur Hölle? Das war schon gerade assi. Ja. Das Ach, ich sollte mal. Ja, du hast doch auf den Hippogreif gestoßen. Ich Joso! Leute zum Töten. Ja. Du wirst sterben. Bombarda. Sendo. Was hast du denn? Dieser kleine Hunger. Imperio. Was ist an Tor eine echte Dame? No. Warum dreht sich auf meiner Minimap die ganze Zeit was im Kreis? What the fuck? Ich hab da irgendein Drehwo. Ah ja. Bombarda. Ist jemand betrunken? Sehe ich schon. Es geht wohl nicht, dann müssen wir das hier machen. So. Osch-Chor-Stände als. Okay. Für den Raum der Wünsche. Wer bist du jetzt? Hä? Wer bist du denn jetzt? Das ist doch schon längst. Das war für Wolkenschwinge. Ein
eine Schande, was du mit hilflosen Tierwesen gemacht hast. Okay. Komm, Fringo. Ja, wir sind draußen. Hallo, ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Männlicher. Levioso. Accio. Arresto momento. Er scheint mich wohl begleiten zu wollen. Nee, ich hab... Bringen wir dich zum Raum zurück. Die wird sich schon gewundert? Auferstanden aus der Asche. Ich wollte ihn jetzt, weiß ich nicht. Also der wollte mitkommen. Mein, finde ich gut. Das finde ich eher nicht gut. Du dummes Ding, du. Sie springt exakt so daneben. Musik dabei. Hallo. Ich will dir helfen. Da ist doch niemand mehr. In Sicherheit. Der ist schon gefangen, du dummes. Ach, ich hätte einfach hier, okay. Sieht interessant aus. Och nee, warum? Wieso? Spiel, warum? Kannst du nicht so eine auffangen? Nee! Veniamus! Arresto momento andada! Sendo! Glacius! Accio! Kannst du bestimmt nicht? Contringo! Odioso! Findo! Veniamus! Imperio! Tierwesen. Ja, was mich fressen will. Alter, aber was für eine Reichweite hast du bitte? So eng sehen. Aha. Accio. Contringo. Contringo. Arresto momento andada. Descendo. Ah, jetzt ist die Welt wieder ein bisschen. Unholde. Ihr Unholde. Ist die Welt wieder ein bisschen sicherer. Die Spinne war Unholde. Wow, das, jetzt hat es den Spinner aber gezeigt. Contringo. Ja.
Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Davon erholen sie sich nicht so schnell. Nee. Deswegen hat sie auch die vorher gekillt, damit sie, ne? So sagen kann, die sind davon gestorben. Von ihren bösen Sprüchen. Fanden Sie den Phönix? Ja. Ja, Deek. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir in Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Deek kann es kaum erwarten. Meine Güte. Oha. Welch Schönheit. Behalten Sie sie. Das ist cool. Gut, dass Professor Weasley und Deek Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deek. Vielen Dank. Deek ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deek Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deek sich so friedlich, wie seit Jahren nicht mehr. Deek wird immer für sie da sein, wenn sie ihn brauchen. Ja. Das ist ja süß. Hallo, Talvi. Deek findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Momentan gibt es nichts zu identifizieren. So, dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Boah, wie geil ist das denn? Boah, ist das schön hier. Da ist der Phönix. Ah. Ah, sieht der schön aus, oder? Ah, die Musik ist auch gerade geil. Das erinnert mich ein bisschen so an... so Tavernenmusik aus dem Mittelalter oder sowas. Voll geil. So, ich habe ja jetzt auch noch einen wunderschönen Fuppa hier. Den kannst du auch F-Fun oder so. Ah, die Musik ist gerade richtig geil. Das ist doch wie eine Eule, oder? Oh, schön. Das gefällt mir gerade sehr. Die Musik auch dabei. Kennt ihr Dragonheart? Ja.
Ah, ich kann auch... Habe ich ja gar nicht gesehen. Ich kann auch Bäume und so pflanzen. Okay, das ist cool. Das passt auch super zu den majestätischen Vögeln hier.